Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen heute mal YouTubers live anzocken. Ich wollte mir damals schon immer Teil 1 holen. Habe ich immer wieder nicht gemacht, jetzt habe ich mir Teil 2 geholt. Na gut, meine Tochter hat gesagt... Mal gucken. Oh, Effekte lassen wir laut, allgemein laut, aber Musik leise. Ist immer noch laut. Machen. Nö. So, dann machen wir mal ein neues Spiel. Ich bin mal gespannt. Abgeschlossen, was? Ich wollte doch anfangen. YouTube City. Komm, okay. Ich sag jetzt einfach mal nein, danke. Okay, Spiel beendet. Das ist ja geil. Oh, wei, wei, wei. Kann man denn überspringen? Oh, natürlich nicht. Shit. Naja, müssen wir warten. Fängst das Spiel an? Ja, hörst du, was die Runden, wie lade ich ein nach Dings Witze? Ja, nee, nö, okay, fängst du raus aus dem Spiel. Wo willst du leben? Boot ist schon geil. Rathaus. Für seine Game Stores, Computerläden und seine Fitnessstudios. Arsch, ich mach Brot. Ja. Echter YouTuber. Ja, wie kleidet sich denn ein echter YouTuber? Das will ich mir mal wissen hier. Oh, mit diesen komischen Hosen, wo unten Gummi so lang. Oh Gott, finde ich so hässlich.
Ah, Beast Boy. Ich bin nur so ein Kellerkind. Ich muss doch ganz hell sein. Komm doch nicht raus. Augen. Blau habe ich. Ich würde das sagen. Nein, aber nicht. Mund. Nein, zu sehr lachen wir auch nicht. Bart, oh ja. Bart ist wieder mal nicht mit bei. Aber den. Frisur. Hat die Filme bis jetzt entschieden? Oh, der grau-rote Tarn, den finde ich auch richtig, richtig cool. Genau. So bin ich unterwegs. So, Schuhe. Ich hätte drin, aber dick. Ach Gott, ist das zum Kotzen. Nehmen wir die hier.
Das war Xavier, oder wie er hieß. Xavier. Xavier. Das ist mein neues Zuhause, okay. Da würde meine Tochter freuen. Das Ding wird hochgefahren. Cool, ey, wenn so was echt gehen würde. Name der Drohne. Hugin. Ich hab doch gesagt. Ja, er liebt den Namen Hugin, das passt doch. Wollt ihr wissen? Okay. So, dein Name. Ja, Odin, logischerweise, wa? Dein Kanal. Jeder Geburtstag. Ja, ich will nicht ausprobieren. Ah, einen Vlog machen wir, okay. Video aufnehmen. So. Kann ich mit. Ich finde die Position doof, da ist links so viel Platz.
Weil wir hot sind, natürlich hot. Füge einen Titel hinzu. Der King ist da. Er Luschen. Jetzt hau ich mal richtig auf die Kacke hier. So. Oder wähle ein Clickbait. Nö, Clickbait-Phase wollen wir nicht. Ich will mal gucken mit meinem eigenen. Schon 3 Daumen hoch. Thank you.
Ja, hier auf der Kakaroni natürlich, da kommen natürlich mehr zusammen. Heutige Trends, Katzen. Alles wird mehr. Machen wir noch ein Video. Ui, alles mit Sternen. Ui. Das muss jetzt aber was werden. Oh, jetzt zwei. Thank you.
Ich denke mal, wir kriegen ja noch neue Klamotten und können die Wohnung einrichten und so. Also hat meine Tochter viel Spaß an einem Video aufnehmen. Wir machen noch ein Video hier. Wir gehen hier in die Massenproduktion. Hallo sagen. Mal so testen hier. Schlechter. Aber jetzt freut das erst. Das muss man auch nicht verstehen. Oh nee. Okay, also eine Game-Ecke. Okay. Ich habe gerade mal 106 Münzen. Ja, dann reden wir mal mit dem. Könnte ich jetzt auch sagen, hier möchte ich ein Video machen? Mit Flockern unterwegs, das ist nicht für ein Scheiß. Jetzt rechts lang. Das
ist aber auch ein bisschen unrealistisch, wenn du so eine fliegende Kamera hast. Jeder würde sich sowas wünschen. Und die funktioniert nur zu Hause und du kannst unterwegs nicht mal so einen Vlog unterwegs oder einen Livestream unterwegs machen. Gut, heißt YouTube. YouTube ist halt mehr auf Stream, nicht so wirklich auf Stream auslegt, aber mittlerweile machen sie es ja auch. Den Smiley beim Abonnenten rum finde ich nicht schön. Da hätten sie was Schöneres machen können. Oh, warte mal, gut. Sollen wir nicht mit dem Basim quatschen irgendwie? Was hat er da? Das ist ein Tomb Raider. PS4 Cover. Aber japanische Schrift. Prometheus oft. Mission. Mensch, also Gedanke. Das ist Tomb Raider. Das ist geil. Was haben wir denn hier noch? Tomb Raider. Aber alles auch wieder mit Runen gemacht. Da ist auch nochmal Tomb Raider, da sind auch. Sind alle Drohnen! Ich weiß nicht, was die Japaner immer mit. Ich denke mal, das ist ein japanisches Spiel. Was die mit ihren Runen immer haben. Na, vielleicht weil es am nächsten an die Shinto-Schrift da, wie die Details von denen rankommt. So, in der Mitte ist die Oda-Rune. Steht für O. Ach, hier, wie heißt denn mit der Pistole? Kenne ich auch. Und das ist ein Xbox-Spiel. PlayStation, eindeutig. Honey Play Studio. Honey Play Studios One. Nikosoft Zbox Live. Ja klar, warum nicht? Warum nicht? Also, Xbox Live sieht aber eher aus wie eine Xbox 360. Die Switch, was heißt das? Nintendo? Ja, das ist eine Switch, würde ich jetzt sagen so. Könnte aber auch eine Wii sein, weil das Laufwerk da an der Seite ist. Und die Play Studios
Kannst du mir sagen, was du willst? Die sieht aus wie die PS5 auf dem Bild. Aber die da liegt, das sieht ja aus. Ey, das ist die oben auf dem Bild. Nee, ist sie nicht. Das sieht ja aus wie ein PS3 da unten. Ich habe nur 100. Ich will aber eine Xbox, eine PlayStation. Ich gönne Geld. Das ist der erste Verkauf. Wir sparen uns jetzt, machen jetzt ein paar Dinger und dann. Dann holen wir uns eine Playstadion. Es ist zwar total Chaos, aber es macht Spaß. Ja, und es nimmt sich nicht so ernst. Bevor wir ins Bett gehen, müssen wir noch ein Video machen. Von nix kommt nix. Wir brauchen eine Playstudio. Oh geil. Nochmal überall Sterne geschafft. Super. So, das ist das erste. Oh, es steigt. Oh, das läuft, das läuft, das läuft. Oh, guckt euch das an, die Münzen steigen. Ja, Honey Play Studio. Ja, ich will die haben. Ich hätte aber das Spiel nicht kaufen sollen. Ah, Playcon. Ja, das ist. So berechnet. Ach, mein Spiel. Die Playcon. Thank you.
Schon 45 Minuten dabei gleich. Aber die Münzen steigen, das ist wichtig. Wir wollen ja die neue Honey Station holen. Für das Festival kostet 500 Münzen, ja toll. Fängt an jetzt. Ich hatte das YouTubers live und ich mache Besorgung für Nachbarn. Ich könnte sagen, das reicht dann auch. Sonst, wenn ich jetzt noch weitermache, dann mache ich die nächsten 20 Aufgaben noch und wir sitzen in 3 Stunden wieder. Immer noch hier. Also ich kann es meine Tochter ganz sorglos spielen lassen. Warum ich keine Angst haben, dass da irgendwie Gewalt oder so drin vorkommt. Ich finde schön, dass das Spiel sich nicht so ernst nimmt. Es macht echt Spaß. Die Wege sehen weiter aus, als sie sind. Das Video aufnehmen, das ist halt jetzt einfach Karten und dann halt muss man gucken, was halt passt und dass man halt mehr Sterne kriegt und das aneinander rein. Das ist jetzt auch nicht so richtig Schnittprogramm, das ist einfach eher so ein bisschen Puzzeln, wo man dann halt, wo es am besten passt, umso mehr zusammenpassen, umso besser, dass man mehr Punkte kriegt. Aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Meine Tochter wird sich freuen, dass sie jetzt endlich spielen kann. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr denkt an Träumchen wie ein Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, aber sagt euer Odin.